Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir wieder in Hellavis gelandet und ja, wir müssen durch diesen komischen Vulkan hier gehen oder zu irgendeiner Stadt, die hier in der Nähe ist oder Dorf oder was auch immer. Weil da, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung mehr, schon wieder eine Woche her. Aber wir müssen jedenfalls hier Oscar und Theresa in diesen komischen Vulkan reinwerfen, also in deren See, damit wir diese vier Obermacker hier wieder beleben können und so. Und ja, aufwecken meine ich, keine Ahnung. Und ja, wie man schon sehen kann, boah, ich habe schon wieder heute, ne? Ich habe ein paar Änderungen designmäßig gemacht. Und zwar habe ich jeden Charakter die schönen Schuluniformen gegeben. Die Winteruniform, um genau zu sein. Und ja, Magie, du stichst natürlich wieder raus. Und ja, alle sehen sie ein bisschen gleich aus, aber das ist halt Winterschulstil, ne? Warte mal, hier. Warte mal, bei jedem hier so mal durchgehen. Bei jedem ist hier wieder so drei Dinger dabei gewesen. Entweder blau, weiß oder schwarz und braun. Könnte man zwar hier so eine etwas bunte Truppe machen aus verschiedenen Kombinationen, aber ja, ich habe das mal alles auf Winteruniform gemacht, einfach nur weil wir gerade im Schnee sind, da ist es kalt und so. Und ja, weiß nicht, ob ich jetzt die Accessoires genau richtig gemacht habe, aber ich glaube ja. Und ja, aus Skin hat sich nichts getan, ich habe nur ein Part die letzte Woche hochgeladen, das kann schon wieder gar nicht sein, ne? Und ja, sagen wir mal, sehen ja einem, wenn ich noch ein bisschen erkläre. Ja, ich kann mehr als 1000, stimmt. Ja. Wir nehmen uns jetzt hier mal dieses Viech hier vor. Hoffentlich schaffen wir halt auch. Ich weiß nicht mehr, welches Level das Viech war. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Bei irgend so einem Jagdfritzen. Und ja, gucken wir mal. Ja, und das Brett habe ich mal ausgerüstet, weil das passt irgendwie besser als so ein Besen. So für Schüler, für rebellische Schüler und so. So, okay, jetzt machen wir den Platz. Boom. Meiner Gamara Level 53, okay. Erstmal den Mystikart reinhauen. Sehr geil. Den müssen wir ja wohl schaffen, ja, ne? Ach man, ich wollte meine zweite Mystikart einsetzen, wenn ich die habe. Lass mich meine Musik gerade einsetzen, danke. Danach gehe ich auch schon wieder. Boom, frisst Papier, tschüss. Und er hat allen hier eine verdammten Seelendings abgezogen, Mann. Natürlich hast du Leute gerufen. Ah, oh Gott. War ehrlich? Alter! Wegen diesen blöden Wölfen hier, ne? Gibt's doch jetzt wieder nicht, ey. Da bin ich treffe, ja, natürlich einen kleinen. Ja. Ist auch schon leicht weg, was? Wie ist das passiert? Was? Der schon weg gewesen hat. Wie ist denn das passiert? Natürlich gerade höher die Beutrate ist vom Charakter getragenen Ausrüstungstyp. Bams. Wie sind das? Was? Ich spiele noch auf Dings, ne? Ja. Nächsten Schwierigkeitsgrad. Okay, das ist jetzt passiert. Okay, ich habe mit jedem Charakter auch ein bisschen aktuellere Ausrüstung ausgerüstet, anstatt hier solche Sachen, die irgendwie Lerngeschwindigkeit oder so erhöhen. Da müsste ich bei Eisen zum Beispiel hier. Wo ist das? Weiß nicht. Hier. Ja, okay, das habe ich noch ausgerüstet, weil er besser war, glaube ich. Aber einigen, ja, ich habe zum Beispiel mit ihm das hier ausgerüstet gehabt. Für mehr Lerngeschwindigkeit. Dann gehen seine Werte natürlich ganz schön in den Keller. So, dann habe ich bei jedem Charakter jetzt mal ein bisschen aktuell gemacht, damit wir auch mal eine Chance haben und auch was schaffen hier in dem Part. Anstatt hier immer nur rumzurennen und voll auf die Schnauze zu kriegen. So, nur damit er Bescheid wisst. So, jetzt gehen wir mal gucken. Wo ist denn noch so ein Jagdtyp?
Typ, der mir sagt, oh Gott, das war gefährlich. Wenn die so aneinander sind, dann kommt eine gefährliche Begegnung und dann sind die Gegner nämlich auf dem gleichen Level wie ich. Ich glaube sogar noch ein bisschen höher, also deswegen soll ich das vielleicht vermeiden. So, ich hoffe, in Beardsley, seine Mini-Town hier, da gibt es irgendwie so einen Jagdtypen. Aber ich glaube, im Moment sind, ja, da ist so einer. Im Moment wissen wir, glaube ich, können wir, glaube ich, noch gar nicht zu irgendeinem anderen Viech hin. Also ja, eure Belohnung. Okay, Serienmörderbaum, wo ist der? In Dawal, weil ich weiß nicht, wie man da hinkommt, aber der ist auch ein bisschen stärker. 53, ja, okay, die anderen Viecher, die sind jetzt, ja, heftig. Aber wenn die Viecher hier genauso schwach sind wie in Zestiria, als Boss, dann könnte ich den sogar noch schaffen. Aber im Moment sieht es so aus, als müssten wir erstmal eine Story weitermachen. Ich guck mal hier in der Höhle, ob da irgendwas ist. Kann ja sein, dass hier irgendwie eine Quest ist. Ja, ne, weiß, wenn die ja irgendwie ein Dings ist. Stufe Rot Gegner. Ich meine, die waren ja erst freigeschaltet, nachdem, was weiß ich, wann die freigeschaltet wurden, aber wurden irgendwie später ja freigeschaltet. Also vielleicht ist da hier irgendwo auch so einer. Vielleicht da sogar. Gucken wir mal. Nö. Hätte ja sein können, okay. Wir waren schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier. Sein können, dass jetzt hier irgendwie so ein Viech aufgetaucht wäre. Mhm. Okay, dann eben nicht. Mehr Gebiete gibt es ja auch nicht, ne? Nö. Ja, doch, da kommen wir, gucken jetzt hier. Maximale Zeitverschwendung. Ab. Man weiß ja nicht. Na, gibt es ja wieder irgendeinen Gegner, den ich erledigen kann. Dann hinterlässt er irgendwie was richtig Geiles. Und dann wäre ich irgendwie froh, wenn ich den so früh wie möglich erledigt habe. Da ist noch ein Gebiet, so ein einsames. Steh ab. Wupp. Gut, lass mich da rein. Jetzt hat zum Beispiel nur so ein einsames Gebiet, aber hier ist auch nichts. Wer ist da? Ja, hier ist niemand. Tschüss. Weiß nicht, welches Ding habe ich noch mal unendlich mal? Das hier habe ich unendlich mal. Okay, da gibt es zwei verschiedene Sachen: einmal hier für Dungeon und einmal hier für nicht Städte, weltkartenmäßig. Sachen zum Teleportieren und die für die Dungeons, die habe ich ja unendlich mal. Ist bestimmt dann auch irgendwann hier per Dingens, ne? Okay, dann ist ja nichts mehr. Gut, man muss ja mal nachgucken, ne? Lass mich, wenn ich was gefunden hätte, hätte ich gesagt, ach. So, wo muss ich überhaupt hin? Da, ne? Ja. Da ist auch irgendwie so ein Viech noch am Rumlungern, glaube ich. Und wenn man darüber nachdenkt, dass ich diesen Wolf ja mit Leichtigkeit erledigt habe, liegt wahrscheinlich an die ganze Ausrüstung, die ich jetzt hier ausgerüstet habe. Anstatt hier immer mit so Lernausrüstung rumzulaufen, die voll schwächer ist. Also ja, wahrscheinlich würde ich den dann auch noch schaffen. Dann lass mal sehen. Die Gegner hier drin, die waren noch relativ aktuell, so von der Stärke her, glaube ich. Aber müssen wir nicht bekämpfen jetzt. Da ist irgendwas. Ach, das ist der eine Dingens, genau. Und dann schaffen wir auch eine Quest nebenbei. Das ist auch mal richtig gut. So schaffen wir schon wieder Fortschritt. Geht weg. Kann ich euch eigentlich auch tot fahren? Ich wollte schon sagen. Naturklamotten kann man immer Kampfmusiken. Neue Kampfmusiken, also. Weil beim Bosskampf kann natürlich keine. Aber jetzt.
Und Schuss. Alter. Du hast mich an. Ausweichrolle. Was ist das? Bumm. Entschuldigung. Voila, Fizzet. Da sieht aus wie eine Spielzeugpuppe. Nee, nicht Spielzeugpuppe. Kennt ihr diese Puppen hier? Diese Porzellanpuppen und so. Meine Mutter hatte früher so welche. Irgendwie, keine Ahnung. Die sehen einfach, weiß nicht, viel zu schön aus irgendwie. Mit irgendwie gar nicht anfassen, weil du irgendwie Angst hast, dass wenn die irgendwie schief anguckst, hatte die schon irgendwie zerbröseln oder so. So, kann man da lang? Ja, ne? Ist da ein Speicherpunkt in der Nähe oder so? Ah, was geht? Gut, was haben wir hier für ein Viech? Sag mal. Was bist denn du? Hi. Büffelkopf. Hey, so ein Viech haben wir auch in der Serie, glaube ich, bekämpft. Der ist 71. Er hat aber viel weniger HP. Oh Gott, was? Wie wenig ziehe ich denn ab? Hallo? Wir ziehen fast gar nichts ab. Au. Ich war gerade meine Mütze gar nicht. Mach ich da. Und dann sagt er zwei. Aber liegt ja auch gar nicht am Boden, ne? Okay, bin hier. Fristert. Dann vielleicht gegen Winter hier fristert. Boah, ich krieg den nicht am Boden geschlagen. Der ist aber auch ordentlich mit sich machen, finde ich gut. Oh. Dempsey Rolle. Keine Ahnung, was das für eine Musik jetzt sein sollte. Ich wollte noch ausweichen, oh Gott. Ich habe gesehen, du hast... Da, jetzt liegst du am Boden, ist klar. Jetzt, wo ich Eisen nicht habe. Du hast keine Windzauber, ne? Dafür macht gar nichts. Oh nein, ich wollte meinen Dings einsetzen. Okay, der Kampf wird ein bisschen schwierig werden, aber ich habe so geschaffen. Außer er macht natürlich gerade vollkommen krankes. Der Pisser, der wehrt die ganze Zeit ab. Ich krieg den gar nicht. Alter, was ist das? Ist das von uns? Oh, ich habe doch R2 gedrückt, Mann. Sie hat Windzauber, stimmt. Boah. Das wird nervig. Ich wollte nicht so einen nervigen Kampf jetzt machen. Ah, Konter, Boom. Ah, schon wieder Konter. Genau. Ich glaube, es hat kommt gut. Direkt flüchten. So, Magilo, los, der Zauber ein Kollege. Da. So eine riesige Abwehr, ne? Ach, ja. Ich würde eigentlich physisch angreifen. Roku hat einen monströsen physischen Angriff. Ich wundere, warum der so wenig HP hatte, weil der so eine riesige Abwehr hat wahrscheinlich, ne? Ja, ich konnte. Komm her. Boom. Da muss jetzt aber sitzen. Boom. 9000 ausgezeichnet. Die Hälfte erstmal. Aber da gibt denn jetzt gerade jemand voll. Ich glaube, Magilo ist das. Ha. Ey, ich drücke halt immer eine Millisekunde zu spät. Nein, Zauber, 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 Zauber,
Ey. Oh Gott. Ja. Du kriegst jetzt auf die Schnauze. Du hast auch eine Schnauze, weil du ein Büffel bist, glaube ich. Die haben, glaube ich, Schnauzen. Ich weiß es nicht. Bin ich mit der Biologie von Büffeln nicht aus. Ah. So ist das. Warum bin ich immer noch in dem Modus? Oh nein. Ja. Oh, Magelo, das hast du halt eingesackt, ne? Ich wollte die Seele einsacken. Also war mal mit Eisen ja aus der Ferne. Das weiß ich jetzt nicht. Warum steht da Schutz? Ich dachte, er wäre anfällig gegen Wind. Dieser Pisser. Magelo, geh in Deckung. Autsch! Er hat mir den Kopfnuss gegeben. Meinst du? Hätte ich einen Klaffis jetzt überlassen sollen. Ich halte die ganze Zeit R2 gerückt. So, komm her, boom. Boom, boom, boom. Mein Gott, sieht das viel ab. Ha. Auf R2 gerückt, hat sogar geklappt. Ich sehe nur Magie. So, der geht auf mich. Du hast keine Dings. Jetzt sagst du, weil. Aber du bist gleich tot. Komm her. Was ist das? Der ist immer noch nicht tot. Eisen. Feuer frei. Der ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Komm. Komm. Na. Hau ihn kaputt. Sehr gut. Oh, zwei Flügelringe. Eine Schwierigkeit, die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auslösen, die beim Abwehren die Aufladezeit verringert. Ich habe mich chaotisch. それも一つの選択だ。だが、こいつは自分の意思を封じられ、物として使い捨てられた。俺はそれが許せない。そして、清涼。だけどそれはもう、長い間。火が入ったようね。火とかがあったわ。火なら、ずっと燃えているさ。自分の流儀を貫くと決めた時からな。 Hast du also auch keinen Willen vorher oder was? So, okay. Ach, boah, ich dachte, muss die abgeben oder so. Na, jetzt gehen wir schon. Flügelringe, bevor ich es vergesse. So, habt ihr alles? Okay, was nehmen wir hier? War dafür Verteidigung oder irgend so was am besten. Angriffskraft, Magie, Angriffskraft, weniger Dingens. Ja, nehmen wir das. Obwohl. Ja, man hat mal weniger Angriffskraft, aber was soll's. So, wer hat er noch hier? Oh, er hat Angriffskraft, das sollten wir vielleicht nehmen. Aber ich muss Platz machen für ja, mehr Dingens. Ja, du nimmst den hier für mehr Erdangriffskraft. Boom. Und Eleanor, du warst noch nicht. Ja. Und Magelo, ah, verdammt, das heißt, ich muss beiden noch. Hm. Ja, dann nimm so lange, was weiß ich. Hat hier. Na. Auch nicht mehr viele Sachen zu lernen. Eine Sache muss er noch lernen.
Wer wird muss, glaube ich, gar nichts mehr lernen im Moment. Also bis ich neue Sachen hier wieder gefunden habe. Vielleicht jetzt. Schade. 20.000. Mithril haben wir genug. Quarz. Boom. Okay. Dann weiter im Text. Warte mal. Ja, ich weiß nicht. Du bist ja schon wieder voll ausreizen, ne? Aber was soll's? Gib mir mal meine Belohnung. 11.000. 11.000. Den haben wir noch nicht. Vier Dinger fehlen uns noch. Der war Level 71. Titan, der Gefängnisinsel. Ja, das heißt, irgendwann müssen wir dahin wieder anscheinend und dann sind wieder Gegner hier. Okay, wenn ich die Viecher erledige, dann bekomme ich eine höhere Schwierigkeitsgrad wieder. Okay. Weiter, weiter. Weiter geht's. Dann noch storymäßig was erreichen. Was war das denn? Ja, ich weiß. Aber hey, jedes Viech irgendwie. Was mich ein bisschen stört, warum können wir nicht wieder mehr KP bekommen, wenn wir Mini-Bosse erledigen? Das gefiel mir so richtig in Tales of Hysteria. Jedes Mal, wenn du irgendwie so Mini-Bosse erledigt hast, hast du so eine Sphäre bekommen oder so eine Kugel oder was weiß ich. Und das hat die maximalen KP jedes Charakter irgendwie so ein bisschen erhöht. Das ist so ein zusätzlicher Ansporn. Wo ist hier noch eine Truhe versteckt? Ich nehme eine Idee. Das ist immer noch so ein zusätzlicher Ansporn, die ganzen Mini-Bosse zu machen. Weil dann weiß ich, jetzt werde ich wieder ein ganz klein bisschen stärker. Und ich liebe es immer, ein ganz klein bisschen stärker zu werden. Weil Aufleveln hier, das ist ganz schön lahm. Oder, wer war das? Ja, vielleicht ist es nicht langsam, nur ich habe bis jetzt noch nicht den richtigen Trick herausgefunden. Aber ich habe so das Gefühl, es ist Tales of Graces F schwierig hier hoch zu leveln. Und das war richtig nervig. Ich meine, selbst wenn irgendwie so am Ende war es hier, hat er trotzdem noch irgendwie gedauert, hier mit jedem Charakter hoch zu leveln. Jetzt voll an die Mario Kart Musik. Wie um Metroid einklang da 207. Ja, okay, wir sind ja auch nicht hier am aktuellen Gebiet. Ja, wir müssen wieder zum aktuellen Gebiet kommen. Hier, wo war, bin ich da schon mal eben? War ich schon mal da lang? Ich war ja noch nie. Was? Da war vorher nie offen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas übersehen habe. Hallo? Ich meine, ich bin da nie Roll P. Ich übersehe noch nicht Zeugs. Das ist eine Goldtruhe. Soll ich vorstellen, wie Velvet hier so die Zunge ausstreckt? Das Ding hatte ich, glaube ich, schon. Ja. So, hui. Willkommen, ja. Killer raus. その命中を抜ければいよいよ決戦の地、ヒララウス火山だ。寒いとは聞いていましたけれど、本当に寒いですね。地脈融点で四星を復活させれば、この気候にも変化がある。これはさ残酷。 Es kann nicht einfach nur hier kalt sein. Muss natürlich wieder ein Imperia dazwischen stecken. Kann ja nicht sein, dass das hier irgendwie ein anderes Gebiet ist und das hier ein bisschen kälter ist. Die Sonne ja nicht immer scheint und so. Nein. Okay, ja, das, die Farben sind ganz schön heftig hier, habe ich so ein Gefühl. Das schreit ja schon hier so. Boah, hier ist kalt. Aber das beruhigt mich dann, dass ich die Winterklamotten hier angezogen habe. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wieso diese Sachen als Winter, ich weiß, in Japan gibt es einmal Sommer- und Winterklamotten. Ach du meine Güte, ist das eine Guillotine? Eine wandelnde Guillotine?
Ich meine, es gibt in Japan Sommer- und Winterklamotten, aber weiß man nicht, wie, ich weiß nicht, wie so ein Rock hier irgendwie passender geeignet sein soll als irgendwie Sommerklamotten. Ja, okay, ich glaube, dann Winter haben die Mädchen irgendwie so knielange Strümpfe an, ne? Da kann ich ja noch verstehen, aber so gut. Oh Gott, viele Magie, welche Level 61 seid ihr? Oh Gott. Ja, was ich gerade angedeutet habe, mit das Aufleveln hier Tales of Graces F schwierig ist. Problem bei Tales of Graces F war, wenn der Gegner irgendwie, weiß ich nicht, so 5 Level unter dir war oder so, dann hast du, weiß ich nicht, ich glaube unter die Hälfte der Erfahrungspunkte nur bekommen, die du normalerweise jetzt bekommen dürfen. Aber dementsprechend, wenn du die Gegner, wenn du Gegner bekämpft hast, die irgendwie 5 Level über dir waren, dann hast du so lange immer noch den maximalen XP-Anteil bekommen. Und da ich ja nie auf den Level meiner Gegner bin, heißt das, ich müsste eigentlich immer volle Erfahrungspunkte kriegen, ne? So nehme ich das jetzt mal an. Gucken wir mal. 1169, das ist wenig. Finde ich. Mal okay, Velvet braucht nur noch 2000, um aufzuleveln. Wieso ist bei den letzten beiden Mal auch schon passiert hier? Immer ist die Expedition irgendwie Henkerin. Ist es eine Sie? So, ich schmeiß meine Mario Kart Musik an. Das ist irgendwie an die Mario Kart, oder? Da bin ich mir nur ein. So, schon mal da. Ah. Eisen, so hat Gefühl, Feuer, ne, Wind, natürlich Wind, warum nicht? Oh, mystische Art, der Lehrer haut dir jetzt ein in die Fresse. Sehe mich nach dieser Klasse. Boom. So gerade lacht Eleanor. So, am liebsten wäre mir ja, wenn ihr eure verdammten Gegenstände hier hinterlässt. Das waren viele Erfahrungspunkte. Schuppenknacker. Ha. Ist das die letzte Art von Velvet? Nö. Natürlich, sie muss natürlich wieder eins drauflegen, ne? Indem sie noch mehr Sachen lernt. Ne, warte mal. Der Wolf, den haben wir noch nicht bekämpft. Irgendwie hatte ich noch Eisen hier im Kopf. Ich hab X gedrückt und dann direkt R2. Also wie ich das mit Eisen immer mache. Hier so. Boom und dann du. Ich habe Velvet gesteuert, das hat mich irgendwie aus dem Konzept gemacht. Was ist das? Und den ja. Dempsey die Rolle. Ich muss voll niesen. Und zack, kriegst jetzt den Strohtypen auf die Birne. Wir geben wenig Erfahrungspunkte, Mann. Ah, das Schwein, das haben wir auch noch nicht bekämpft. Komm her. Boom. Wilder Kyla. Oh Gott. Ja, die halten ja noch weniger aus. Oh mein Gott. Haben sie mit dem Kopf runtergedüst? Eleanor sieht voll aus wie eine Kadettin. Super Beschleunigungsstiefel, mal 2, ausgezeichnet. Voll Mario Kart Musik. So, verdammt. Ah, ne, Männer. Stiefel waren das, ne? Ah, was haben wir denn da? Boom. Ist eigentlich egal, was wir da haben, ne? Ist was zum Lernen, hallo? Ja, du hast schon... Du hast auch noch nicht. Mann!
Gut. Betäubungsdauer von Gegnern um bla 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 erhöht. Komm, ich kümmere auch noch. Hier viele Erfahrungspunkte, also kommt er. Wird der letzte Kampf dieses Parts. Werde ich versuchen, ob ich die ein, zwei Gegenstände hier noch kurz zusammenfarben kann. So ein paar Minuten lang. Ein paar, oh Gott, Gegner hier erledigen kann. Ah. So ausgerettet. Boom und nein, nicht Tschüss. Weil im Moment haben wir noch keine Probleme mit den Gegnern hier. Ich habe keinen Gegenstand bekommen. Dreck. Soll ich jetzt hier noch ein bisschen farmen? Da ist eine Truhe, die tun wir im nächsten Part öffnen. Nein, ich kann hier nicht. Verdammter Dreck, ich kann hier nicht surfen. Wegen meinen, weil ich den blöden Dings noch nicht gefunden habe. Okay, dann speichere ich jetzt erstmal hier. Und in der nächsten Folge habe ich hoffentlich, weil nicht ein paar Gegner hier erledigt, ein paar Level Ups bekommen noch. Ja, 55. Wo lass mal das? Weil ein paar Kämpfe so dazwischen packen im nächsten Part und so. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich würde aber jedenfalls sagen, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.